Dieser Albtraum wird von Sekunde zu Sekunde schlimmer. Vielleicht hätte ich diese Gasbehälter nicht sprengen sollen. Das spielt jetzt keine Rolle. Gehen wir. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile in den Tunneln. Sonst macht das hier nicht viel Sinn. Wir sind in den Tunnel. Gut. Irgendwann kommt ihr an eine Kreuzung mit vier Abzweigungen. Geht von dort nach Norden. Rampe müsst ihr euch nach Osten wenden. Seid ihr schon am Gerüst? Falls ja, seid ihr gleich da. Muss ich hinunter zu... was immer da unten ist? Boah, schon gut. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Niemand, der für Yuzindu arbeitet, käme auf die Idee, sich auch nur in die Nähe zu wagen. Passt auf dem Weg nach unten auf, wo ihr hintretet. Gut, ihr seid in Sicherheit. Adi sagte mir, dass ihr kommt. Er wird bald hier sein. Rakit, wir haben Dreva verloren. Auf dem Innenhof. Verdammt! Ohne sie kommen wir nicht in die Alarmsysteme. Ich weiß. Aber ich hoffe, diese feinen Leute hier können für sie einspringen. Machen wir's kurz. Ich bin Adi, das ist Rakit. Ah, ich denke, wer ihr seid, wissen wir. Aber wie sollen wir euch ansprechen? Ich bin, Saha. Wunderbar. Ihr habt es vermutlich bemerkt, aber wir versuchen eine Menge Leute aus der Knechtschaft von Yuzindu, unserem geschätzten Arbeitgeber, zu befreien. Und vermutlich habt ihr auch bemerkt, dass es nicht sonderlich gut läuft. Das könnt ihr. Lustig, ich wollte euch gerade anflehen. Hier bleibt nichts geheim. Einige unserer Leute in der Stadt sagten, ihr wärt auf der Suche nach einer Mando-Fähre. Ah, als ich hörte, dass ihr Yuzindu nach ihr gefragt habt, wusste ich, dass endlich unsere große Chance gekommen ist. Wie es das Schicksal will, suchen wir dasselbe. Mehr oder weniger. Die Fähre ist im Hangar der Raffinerie und in genau den wollen wir rein. Wir haben uns monatelang darauf vorbereitet, dort einzubrechen, aber seit dieser Explosion mangelt es uns an den dazu nötigen Leuten. Wenn ihr uns unter die Arme greift, kommen wir alle in diesen Hangar. Schnurstracks zu der Mando-Fähre, die ihr sucht. Ihr könnt nichts dafür. Ihr wart in eine Ecke gedrängt. Lasst euch durch diesen Fehler nicht von eurem Weg abbringen. Das klingt für mich nicht nach einem Fehler. Je nachdem, wie viele Wachen sie erledigt hat. Rakit, wir müssen unseren Plan wieder auf Kurs bringen, und zwar schnell. Yuzindu hat alles abgeriegelt, als ihm klar wurde, dass wir uns den Weg freikämpfen. Wie geschmiert. Als die Mandalorianer kamen, dachten wir, das war's. Dabei hatten sie nichts mit Yuzindu zu schaffen. Er hat die Fähre der Mandos, eure Fähre, in den Hangar der Raffinerie bringen lassen. Zusammen mit allen anderen Schiffen, Gleitern und Frachtkrähen des gesamten Distrikts.
Es gibt genügend Fähren, um uns alle von hier wegzubringen. Runter von Hutta. In die Freiheit. Wir müssen nur in diesen Hangar kommen. Das werdet ihr. Wir werden euch helfen. Nicht wahr? Ein paar Dinge. Falls es hilft, was wir tun müssen, sollte für euch beide recht einfach sein. Das wäre allerdings nicht der Fall, wenn ihr beschließen solltet, es allein mit Yuzindo und seinen zahllosen Schergen aufzunehmen. Die müssen wir nämlich aus dem Weg räumen. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass sich unsere Leute selbst gegen alle Überraschungen verteidigen können, die uns im Hangar möglicherweise erwarten. Wir haben das oft genug versucht, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Wenn wir Yuzindo treffen wollen, wo es weh tut, brauchen wir Waffen, Sprengstoff und Wege, seine Wachen auszuschalten. Eigentlich brauchen wir nur genug, um einen sicheren Weg zu den Fähren freizuräumen. Wir wissen genau, was getan werden muss. Wir brauchen nur die Leute dazu. Und wir müssen ihnen helfen, das Ganze zu überleben. Wir haben hier alles aufgeschlüsselt. Werft einen Blick darauf, wenn ihr bereit seid. Müssen wir aber eine Menge Tibana-Gas umleiten, oder? Definitiv. Und wir sind noch nicht damit fertig. Ich mache es. Ah!
alles klar, ihr Tölpel. Der Boss sagt, wir sollen den Hangar räumen, also bewegt euch. Hopp, hopp. Das war's vermutlich. Denke ich. Ich... Denk daran, das hätte allen helfen können, die zu feige waren, mit uns zu kämpfen.
Wartungsdroiden können das Tibana-Gas aus den Pipelines extrahieren. Seht euch nach einem Wartungsterminal um, mit dem ihr einen der Droiden hacken könnt. Habt ihr den Droiden? Aktiviert die Pipeline-Bürsten. Sie leiten das gesamte Tibana-Gas zur Müllentsorgung um. Haltet die Augen nach Yuzindus Wachen offen. Das ist kein reguläres Wartungsintervall. Sie werden wissen, dass etwas nicht stimmt. Zur Müllentsorgung, um das Tibana-Gas abzuholen.
Wir sind bereit. Bereiter denn je. Wir müssen jetzt losschlagen. So eine Chance bekommen wir nie wieder. Oh, da wäre noch etwas. Sahar, könnt ihr einen Blick auf die Verschlüsselungscodes unserer Kommunikationsfrequenzen werfen? Wir dürfen nicht riskieren, dass Yuzindus Leute unseren Funkverkehr hacken. Ich habe das Gefühl, ihr kennt euch aus, was das angeht. Oh, natürlich. Ich bin gleich wieder da. Das alles war hart für sie. Jeder Gedanke in ihrem Kopf wird von unserem Kampf verdunkelt. Und dem Kampf eines anderen. Aber Leuten zu helfen scheint, ihre Entschlossenheit ein wenig zu stärken. Alles, was ihr bisher getan habt, wird Yuzindus Verstärkung bremsen. Allerdings nicht lange. Wenn wir das hier durchziehen wollen, ehe die Verstärkung der Schnecke unsere Verteidigung überwindet, müssen wir uns für die letzte Phase des Plans trennen. Das heißt, ihr seid auf euch gestellt. Kriegt ihr das hin? Das ist die richtige Einstellung. Adi wird den Lastenaufzug des Hangars aktivieren. Er fasst genügend Leute, um die Sicherheitsteams zu überwältigen, die bereits vor Ort sind. Das heißt, mehr Leute in diesen Fähren und mehr Leute, die wir aus diesem Sumpf wegschaffen können. Ich kümmere mich um die Abwehrgeschütze und sorge dafür, dass sie abgeschaltet sind, bevor wir den Hangar betreten. Ihr, mein Freund, habt die wichtigste Aufgabe von allen. Selbst wenn wir den Hangar kontrollieren, ist unser Zeitfenster, um von dort zu verschwinden, zu klein. Wir können nicht in jeder Fähre manuell die Zielkoordinaten eingeben. Wenn ihr euch Zugang zum Kontrollturm verschafft, könnt ihr allen Fähren gleichzeitig Zielcodes schicken. Die Koordinaten bekommt ihr von mir, sobald wir aufbrechen. Ich habe die Konsole des Kontrollturms mal repariert. Sie kann ziemlich zimperlich sein. Ich erkläre euch, wie ihr sie zum Laufen bekommt, falls es irgendwelche Probleme gibt. Während ihr beiden das macht, sehe ich nach Sahar. Hier. Sagt Adi nicht, dass ich euch das gegeben habe. Macht euch deshalb keine Sorgen. Gebt diese Koordinaten einfach in die Konsole des Kontrollturms ein, wenn es soweit ist. Die Koordinaten, die Adi euch schicken wird, sie bringen euch nach Rhodia. Er denkt, dort sind wir alle sicher. Aber die Hutten haben ihn verschleppt, als er noch ein Kind war. Seitdem war er nicht mehr dort. Wir werden dort niemanden kennen. Wir werden mittellos sein. Das wäre keine Heimat. Die Koordinaten, die ich euch gab, bringen uns zu einem Lager von Evoki-Rebellen. Auf Hutter. Ich habe sie bereits kontaktiert. Sie sind bereit, uns aufzunehmen, wenn wir unseren Beitrag leisten. Er denkt, es ist zu gefährlich zu bleiben. Selbst wenn wir den Distrikt verlassen. Er traut uns nicht zu, dass wir kämpfen, obwohl wir die ganze Zeit nichts anderes tun. Auch wenn es nicht eure Heimat ist, lastet auf allem der Gestank der Hutten. Ich bin sicher, es ist einfach zu gehen. Bitte, zwingt mich nicht, euch anzuflehen. Ich kann nicht weglaufen, wie Adi es von mir verlangt. Wie es aussieht, wissen alle, was sie zu tun haben. Bereit? Es ist Zeit zu gehen. Thank you.
Wir bekämpfen sie mit allem, was wir haben, aber es werden immer mehr Wachen. Sicherheitsprotokoll, das alle meine Versuche, die Geschütze zu überladen, verhindert. Mir geht's genauso. Sobald ich mich durch die Abriegelungsprotokolle gehackt habe, erscheint eine Warnung, dass der Aufzug erst nach der Abschaltung der Notfallsysteme aktiviert werden kann. Soll das ein Witz sein? Wann hat Yuzindu Sicherheitsfunktionen installiert? Keine Ahnung. Aber wenn mir nicht bald etwas einfällt, sitzen hier eine Menge Leute mit uns fest. Und wenn diese stinkende Schnecke erfährt, was wir hier machen, bevor ich diese Geschütze lahmgelegt habe, können wir uns alle warm anziehen. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Wir haben keine Zeit, beide zu erreichen. Ich warte hier. Was mache ich nur mit diesen Geschützen? Ihr schafft das. Und sobald wir hier fertig sind, komme ich und helfe euch. Ich habe ein paar Ideen, aber hoffen wir einfach das Beste. Nicht weit von eurer Position ist eine Konsole. Mit ihrer Hilfe könnt ihr das Notfallsystem des Aufzugs umgehen. Ich werde sehen, was ich tun kann.
Ich habe die Konsole gefunden, aber sie funktioniert nicht. Überbrück den Schaltkreis. Dann denkt das System, es gab einen Stromausfall. Fertig. Adi? Das war's! Abriegelung beendet! Wir haben es geschafft! Komm schon! Gleich runter! Ist es vorbei, verdammtes Gesindel! Die Funktionen meines supermodernen Disseminationsdruiden übersteigen eure jämmerliche Vorstellung. Den Knopf habe ich ja noch nie gesehen. Mal sehen, was wir machen. Kümmert euch um diese Scheißfliegen. Nur diese eine Chance. Bitte. Du musst sie beschützen. Ich weiß, das kannst du. Wie? Wie soll ich das alles ohne dich schaffen? Adi! Wie soll ich sie denn beschützen? Ich konnte nicht einmal ihn beschützen. Das tut mir leid, aber ihr dürft nicht aufgeben. Allein schaffe ich das nicht. Ihr habt zu hart gearbeitet, um jetzt aufzugeben. Adi hat daran geglaubt, dass ihr das hier schafft. Ihr müsst auch daran glauben. Also schön. Ich kann das. Danke. Wir müssen uns beeilen.